Verweis auf etwa die BRIC-Staaten etc. ist ja wiederum objektiv legitimiert. Also die Wissenschaft führt das ja auch der Politik so zu und kann sich dabei auf Fakten stützen. Also kommen wir nicht über die Globalisierung zu einer Spannung in der Nation und durch die Spannung in der Nation zu einer Spannung in der Politik, und darüber erklären sich viele Konfliktfelder, die wir heute haben, bis hin zu 100%igen Zuwächsen für Privatschulen etwa.